willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es mal um was nicht richtig Smart Home typisches, aber um etwas, was halt in jedem Smart Home soweit wichtig ist und darum dachte ich, passt auf jeden Fall auch zum Kanal und ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ja, worum geht es genau? Ich lege es einfach mal hin. Das ist das Wi-Fi Roaming Kit von der Firma Edimax. Und das Interessante hierbei ist, ist es halt wie gesagt ein Kit. Das heißt, es sind zwei verschiedene Geräte schon mal mit in der Verpackung drin. Und das macht es irgendwie doch schon ganz cool und ganz witzig, weil ich zeige euch das einfach mal auf der Rückseite, dann ist es ein bisschen einfacher. Was ist das ganz genau? Man sieht das hier und zwar ist es halt ein Kit aus zwei verschiedenen Geräten, die miteinander arbeiten, um halt so ein perfektes WLAN-Signal bei euch im Haus, in der Wohnung oder wie auch immer soweit bereitstellen zu können. Wie funktioniert das? Man hat halt zum einen hier den ersten Access Point, der halt direkt mit dem Modem, mit dem Router, wie auch immer verbunden ist, den ihr eh schon zu Hause habt und der bietet halt einen speziellen Bereich ab, deckt diesen ab mit WLAN-Signal. Wenn man sich jetzt aus diesem Bereich heraus entfernt, dann greift aber der nächste, der halt mit in diesem Kit dabei ist und verteilt dann dieses WLAN-Signal hier nochmal weiter. Natürlich macht es auch ein Repeater so, genauso arbeitet dieser, aber das Schöne an diesem Kit ist, dass man den ersten und den zweiten frei positionieren kann. Wichtig ist, dass der eine natürlich mit dem WLAN verbunden wird per Kabel und der zweite greift halt dieses Signal mit auf und verteilt es weiter. Finde ich eine tolle Sache und sehr interessant soweit, weil ich das so auch noch nicht gesehen habe, dass es sowas auch in einem Kit gibt. Ja, hier steht es auch nochmal drauf. Das heißt, hier normaler Empfang halt, normaler Verteilung würde halt hier so aussehen, dass man hier diesen Bereich hat und diesen hier, dieser Extender, der greift das Signal nochmal auf und verteilt es weiter, sodass man optimalen WLAN-Empfang auch zu Hause soweit hat. Ja, hier steht es drauf, ist einfach zu installieren. Man muss das Ganze nur mit dem Router verbinden. Dann müssen die beiden Geräte sich untereinander finden und schon kann man surfen. Ich bin gespannt, aber gucken wir einfach mal, was hier soweit drin ist im Paket. Dazu muss ich sagen, ich hatte das gerade eben schon mal komplett gefilmt. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr richtig ganz original verpackt. Ich habe es nochmal wieder so zusammengepackt. Hatte gerade eben aber ein Problem in der Speicherkarte. Also jetzt nochmal das Ganze für mich das zweite Mal, für euch das erste Mal. Was steckt hier also soweit drin? Wir haben jetzt diese beiden Geräte. So sehen sie aus und hier ist auch die Folie soweit noch drauf. Das heißt, wir nehmen die einfach mal runter. Das ist immer dieses tolle Geräusch. So, so sehen die nämlich aus, die Geräte. Das heißt, wir haben hier Status-LEDs, finde ich immer ganz wichtig. Einmal 5G und 2,4G. Das heißt, auch das schnelle WLAN wird hier soweit mit abgedeckt. Da weiß ich noch nicht genau, wofür diese LED ist, aber das hier ist ja auch nur erstmal ein Unboxing. Wir haben hier eine Power-LED. Dann eine Verschlüsselung wird hier mit angezeigt und halt, ob hier unten am Netzwerkport was mit angeschlossen ist. Dann links und rechts, das kennen sicherlich auch viele von euch, das ist der ganz normale Anschluss für die Antenne. Dann auf der Rückseite den Anschluss für die Steckdose. Hier nochmal das Netzwerk, den Netzwerkport. Und das hier finde ich auch sehr interessant eigentlich. Wir haben hier auch nochmal die Möglichkeit, die Empfangsstärke mit einzustellen. Das heißt, ich kann das WLAN komplett ausmachen. Kann halt sagen, das ist ein normaler Sendebereich. Und halt noch so ein Boost-Modus, wo halt wirklich die Empfangsstärke nochmal ein bisschen stärker mit ist. Ja, dann packen wir diese beiden Geräte hier mal kurz zur Seite. Gucken, was unten noch mit dem Karton drin ist. Na. So, und jetzt haben wir hier nochmal eine kleine Tüte drin. Jetzt fällt mir alles hier weg. So, wir haben hier dabei erstmal ein Netzwerkkabel. Das ist ungefähr 75 bis 1 Meter lang. Haben hier nochmal einen Access Key, das heißt, hier steht nochmal die Setup-Adresse mit drauf und so weiter, wie man das Ganze dann einrichten kann. Dann eine Information, dass die Anleitung mit auf der CD mit drauf ist, sowie halt ein Quick Installation Guide. Der meine ich aber nur in Englisch ist, so wie ich das sehe, und der deutsche Quick Installation Guide, der wäre dann halt mit auf der CD mit drauf. Und natürlich die Antennen. Und das finde ich auch das Tolle eigentlich an dem Kit. Man hat hier die Antennen mit dabei und kann die halt selber draufschrauben. Das heißt,
wenn jemand sagt, okay, ich möchte da noch ein bisschen mehr rausholen an Empfangsstärke, hat man auch die Möglichkeit, und zu sagen, ich nehme halt andere Antennen, bestelle mir die beim Versandhandel irgendwie oder ähnlichem und habe halt hier noch mal ein bisschen mehr Power, was ich halt über die Antennen halt so noch mal rauskitzeln kann, um halt die Empfangsstärke noch besser zu machen. Und das muss ich sagen, habe ich so auch noch nicht bei anderen Geräten gesehen, dass man die Antennen wirklich separat auch draufschrauben kann. Viele mögen jetzt sagen, okay, das ist nicht das Schönste mit den externen Antennen. Natürlich kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, aber wenn es um die Empfangsstärke geht, ist es auf jeden Fall das Beste, die extern zu haben. Ebenfalls hier nochmal dabei natürlich zwei Antennen für den anderen Access Point. Und ja, so sieht das Ganze jetzt erstmal so im Moment aus. Ich bin ganz gespannt auf die Einrichtung, daran werde ich mich jetzt auch mal machen und das seht ihr dann auf jeden Fall auch im nächsten Video. Das heißt, da werde ich euch nochmal genau zeigen, wie kann ich das ganze Set jetzt hier überhaupt mit reinsteuern und mit einrichten und wie kann ich halt dann dort mein WLAN zu Hause auch perfekt nochmal mit einrichten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, über einen Daumen hoch freue ich mich an der Stelle und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.